Dafür braucht man natürlich dementsprechend auch ein ziemlich cooles Spice. Das Space-Item macht das hier, diese Flamme um mich herum, und die schießt ebenfalls eine Träne. Und du kannst bis zu 6 Stück davon haben. Sollte ein Gegner diese Flamme aber berühren, ist die Flamme weg. Und das war pretty much alles, was Bethany kann. Vor allem, dass sie keine Seelenherzen haben kann, macht ihre Runs immer sehr anstrengend. Und sonst ist ein cooler Charakter. Immerhin war sie die erste, mit der wir Beast geschafft haben. Muss man ihr zugute halten. Super Fast Widow! Yeah, okay. Und fliegen. Oder Tears Abwehr am Anfang, oder? Homing Shots ist zu gut zu ignorieren. Felix, du musst mal ein bisschen besser aufpassen. Ich hab's vor 30 Sekunden erklärt. Ja, I guess. Ja, das Symbol an der Karte sind mittlerweile die Flüche zu sehen. Damit du weißt, immer aktiv siehst, dass ein Fluch da ist. Das ist eine ganz nette Neuerung. Aber das hat ja nicht unbedingt heißen müssen, dass sie gleich jede Ebene einen scheiß Fluch einbauen. Deswegen ist jetzt das Symbol auch weg, ne? Weil die Ebene kein Flug ist. Megabombs. Das Spiel hat's mit seinen Bomben, wa? Wir hatten gestern einen Bethany Homing Shot Run schon, den wir uns dann verkackt haben, weil wir Richtung Hasch gegangen sind. Es wäre toll, wenn wir den Fehler nicht nochmal machen. Ich werde Mr. Mega aber Megabombs nehmen, weil. Warum nicht? Dann nehme ich so ein kleiner Bombermensch und das ist durchaus praktisch. Es ist sogar actually Bomberman. Unser Face ist tatsächlich Bomberman. Guck mal, jetzt kann ich mich einfach eine Bombe hinlegen und dann ist der Kampf vorbei. Mr. Mega ist insane. Wenn man jetzt noch ganz viele Bomben hat. Oh cool, der Tucker, den wollte ich beim letzten Mal mitnehmen, aber das ging glaube ich nicht. Was macht denn der Tucker? Damage up. Macht irgendwie sogar erstaunlich viel Sinn. Oh my god. Okay. Damn.
Das schreit förmlich, dass wir endlich das machen, was ich gestern machen wollte, nämlich Mega-Satan. Oh ja, Junge. Das Item stackt mit Dr. Fetus. Dadurch ist Dr. Fetus sogar actually richtig krass gut. Oh, wirklich? Zweimal, ja. Okay, von mir aus. Sind keine Seelenherzen, deswegen ärgere ich mich noch nicht drüber. Die Wahrscheinlichkeit, Dr. Fetus und Mr. Mega halt zu finden, ist obviously relativ selten. Tja, ich habe auch Homing Shots. Okay, machen wir einen All-Angel Run. Da hätte ich Bock drauf. Um Gottes Willen ist das schlecht. Das darf ich bald aber nicht aufheben, weil das sonst sagt das im Buch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Epic Fetus und Dr. Fetus in einem Run zu bekommen? Ja, wenn ich spiele, offensichtlich nicht sehr hoch. Das ist ein Dreck. Da hätte man ruhig als Synergy wenigstens machen können, dass es auch nochmal mehr Damage gibt oder so, aber nein, da gibt es ja gar nichts. Was war das? Das war das scheiß zittrige Baby, das explodiert wie eine Bombe. Und die ist, was ich natürlich nicht brauche. Und ich noch nicht mitnehme, weil das Buch halt... Also du kannst halt zwei Space-Items haben. Und will nicht, dass jedes Mal, wenn ich das Buch drücke, der Effekt von dem Kack-Baby kommt. Also das heißt, wir wollen ein Space-Item, das wir sehr gerne aktivieren. Zum Beispiel wäre jetzt Guppy's Head absolut insane. Jesus Juice, bitte. Auch okay. Auch okay, ich beschwere mich ja schon nicht. Genau, der Holy Mantle gibt mir einen Zusatztreffer. Also das heißt, beim ersten Hit nehme ich keinen Damage. Erst beim zweiten. Und das ist schon eine ziemlich geile Sache. Überleg mal, wenn ich jetzt noch irgendwas Gutes finde, würde ich mit... Ne, Moment, Bossforsch haben wir mit ihr schon, ne? Was mit ihr wäre tatsächlich dann nur die Hasch-Geschichte, aber ich denke, ich mache nicht Hasch. Ich möchte jetzt erstmal Mega-Satan und Lamb, ich will mich darauf jetzt konzentrieren. Haben die eigentlich irgendwas an der Void verändert? Dass zum Beispiel nach Mega-Satan die Void immer kommt? Oder ist das nach wie vor eine prozentuale... Kackscheiße? Mantel sieht man aber gefühlt enorm häufig wieder. Naja, sie haben halt einen Angel-Raum gebufft, deswegen wundern tut mich das nicht. Und es ist auch sinnvoll, weil das Spiel so massiv schwerer geworden ist, dass das halt auch nicht schlimm ist, dass man das hat, ne? Schon okay. Das macht dich jetzt auch nicht extrem stark. Ne?
ich sag jetzt mal ganz unvoreingenommen, für Spieler wie mich ist der Holy Mantle halt echt super, weil ich dann wirklich lange Zeit meistens ohne Treffer rumlaufen kann, was mir sehr hilft beim Seelenherzaufbau und so weiter. Aber ich sag mal jetzt, für den Casual-Spieler ist Holy Mantle jetzt kein OP-Item. Das zögert seinen Run eher ein bisschen hinaus, so. Aber OP ist es halt nicht. Mina Miau, danke schön für den zweiten Sub, schön, dass du bei uns bleibst. Scheiße, ich bin in die blöden Kackhaufen gerannt und sind meine ganzen Dinger weg. Ja, sehr gut, hat mir geil, Fussi. Ich bin voll deiner Meinung. Du wirst es nicht glauben, Fussi, aber ich würde sogar Godhead nehmen. Hittet er mich trotzdem noch? Jetzt habe ich mir meinen Angel Deal versaut. Fuck. Ja, wir werden wohl kein Psychotan finden. Weißt du was? Rest das doch einfach. Zweimal Temperance? Aschewurst, hä? Wow. Wait, wenn ich die andere Blutbank jetzt hier auch noch hinstelle... Müsste da nicht hundertprozentig das HP abkommen? Boah, so gesetzt, es droppt. Ich clear erstmal, bevor ich da weitermache. Bevor ich mir hier irgendeinen Unsinn einfange. Hast geschafft, Morasame. Sehr gut, GZ. Grüß dich. Nein, der Bag muss erst angetouched werden, da es hier als Setdrop gilt. Ah, okay, ja. Aber dann, wenn ich das getan habe, dann schon so, wie ich mir das denke, ne? Machen jetzt aber erstmal den Boss. Bevor ich hier Scheiße baue oder so. Das stimmt, wenn ich den jetzt berühre, werde ich den nicht mehr los. Weil dann behalte ich den ja. Das heißt, ich darf nicht mehr Space drücken, weil ich dann jedes Mal mehr Damage mache. Das heißt, ich müsste halt... dürfte so lange nicht mehr Space drücken, bis ich ein anderes Space-Item finde. Und das alles für ein HP-Up. Dann muss ich jetzt abwägen. Holy Mantle funktioniert damit nicht.
Und das Problem ist, dass mir noch nicht mal garantiert ist, dass das Ding jetzt hier gleich aufploppt. Das heißt, eventuell habe ich gleich dann kein Herzen mehr und habe den scheiß Berg auf meiner Space-Taste. Vielleicht haben wir im Shop eins. Genau, das hatte ich gerade vorhin. Ebene clearen, gucken. Und dann abwägen. Wow, noch ein fucking Dings. Ja, Itemraum hat nur. Noch ein HP ab. Das ist kein Space-Item, aber wir können rollen in ein Space-Item. Tja, oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Jetzt machen wir halt Poison Damage, das ist okay. Also. Alle mal besser als das, was vorher da lag. Du kannst auch Isaacs Hand hoffen, ja, ja. Ich denke nicht. Oh mein Gott! Okay, fuck yeah. Let's go. Red Candle all night long. Let's do this. Let's fucking go. Komm schon, spuck den Scheiß jetzt auch aus und enttäusch uns nicht. Yes, Alter. Ah, das ist perfektes Gameplay, ladies and gentlemen. Jawohl, und dafür lässt der Blade seinen Primes ab hier. Vielen lieben Dank, Blade. Dankeschön. Oh, herrlich. So muss man das machen. Oh, I like it. Wundervoll. Wundervoll. Oh, da fehlen mir ja die Worte. Ja. Donation Maschine kriegt was von mir. Bin ja netter. Meint immer nix. Okay, erstmal einen Kopf zu. Ah ja, ich glaube, wir sind mit der Ebene fertig. Nee, Jay, das war ein normaler Sack, kein Sackett. Sonst hätte ich ihn genommen, glaub mal. Fies war nur deine Frage. Ja, wir gehen jetzt auf den Lamp. Lamp Run. Das ist das, was mir mit ihr noch fehlt. Sehr gerne danach Delirium für den Fall, dass die Void kommt. Oh shit, da war ein Dingstone. Hab's gesehen. Ich würde bestimmt auch Delirium machen. Aber da muss halt kommen, ne? Ach stimmt. Besser nicht. Ich kann den Scheiß eigentlich auch sparen. Klar, ja, konnte Small Rock drin sein, aber das Scheißding ist mir jetzt tatsächlich völlig Wumpe. Sag mal! Hallo, beruhigst du dich mal? Die scheiß Bauchnägel rasten völlig aus, ey.
Hallo Colin. So geil, ne? Du kannst dir einfach easy peasy jedes Mal 6 von den Dingern machen. Und es kostet dich einfach nichts. Mega geil. Großer Fan. Red Candle mit Bethany. Hammer. LOL! Das wusste ich gar nicht, dass er das macht. Macht er das immer? Abgefahren. Ich wusste echt nicht, dass er das macht, wenn du den sprengst. LOL. Autobatterie. Aber im Moment, haben wir nicht gelernt, dass Autobatterie mit dem Ding nichts bringt, weil es nicht 2 Flammen spawnt? Das Thema hatten wir doch schon mal, ne? Das stackt nämlich nicht. Das Verrückte ist, der bleibt ja sogar liegen. Und nimmt danach trotzdem noch Bomben von mir an? Was ist er eigentlich für eine? Du hattest 1,5 Jahre kein Internet? Wie ist das passiert, No? Klär uns auf. Ja, die war okay. Also ich hatte mal 3 Monate kein Internet, das war auch schon eine schwierige Zeit, aber 1,5 Jahre? Was? Gefängnis? Ja, easy. Im Ausland, okay. Also war es nicht das technische Versagen von deutschen Telekom-Mitarbeitern? Okay, akzeptiert. Aber was hast du erstens im Ausland gemacht und zweitens, warum gibt es im Ausland kein Internet? Hast du dir ein Zelt in der Wüste aufgestellt oder wie lief das? Weil eben genau was von uns so sagt, jedes andere Land hat besseres Internet als Deutschland. Also deswegen bin ich schon ein bisschen verwirrt. Also, deswegen völlig berechtigte Frage von mir. Die Spinne verarscht mich aber auch hart da hinten, ne? Man, kannst du mal dahin gehen, wo da mein Feuer ist? Oder hast du so gänzlich gar kein Interesse? Naja, kein Interesse. Jetzt hat. Geht doch. Wow. Ja, yeah, mehr Holy Rooms, wa? Das ist die Dead Sea Scroll. Das ist echt schlecht. Aber wichtig für unseren Mega-Satan-Dingsbums. Ich könnte es eigentlich legit einmal drücken, vielleicht kommt was Tolles. Naja, hat eine Rune gespawnt. Mega Satan is possible.
Und du warst tatsächlich militärisch dort? Oha. Oh, Change. Let's go. Gib uns einfach ein besseres Item. Ui, dich hatte ich noch nicht. Ich glaube, das ist das Vade Retro. Das habe ich freigespielt. Was kannst du? Be gone. Shit, das ist ein Space-Item. Be gone. Nee, also was auch... Das kann nicht besser sein als die Red Candle, oder? Like, for real. Mal abgesehen davon lade ich mein Buch ja gar nicht mehr auf mit dem Ding. Be gone. Das klingt eher so, als wäre das eine... Keine Ahnung, vielleicht... Umgekehrte Forget-Me-Now-Pille. Leute, als ob ich jetzt drauf drücke. Am Ende ist mein komplettes Bild weg. Das scheint wohl nur mit irgendwas anderem zu funktionieren. Be gone, ist das vielleicht das Äquivalent zur Chaos Card? Dass das Ding einmalig einen Boss tötet? Weil das würde zumindest vom Text her Sinn machen, ja, weil der Text heißt Be Gone. Warum das Ding aber dann Vade Retro heißt, kann ich dir natürlich nicht sagen. Also, um ehrlich zu sein, selbst wenn ich damit Lamp one-shotten kann, würde ich das Item nicht halten, weil es mir auf meinem Weg dahin ja nicht hilft. Also selbst wenn ich Mega-Satan one-shotte, eine Phase, selbst wenn es den Mega... den Chaos-Effekt hat. Den Chaos-Card-Effekt hat. Selbst dann würde ich es nicht mitnehmen, weil dann der Weg dahin ja kacke wird und der wird durch die Red Candle ja easy. Okay, klingt scheiße. Machen wir weiter. Ja, ich drück nicht die Pille. Mach den Kopf zu. Es reicht. Dreckspillen. Wir haben echt schon genug Runs versaut. Es reicht langsam. Nee, ich bin kein Langweiler, ich bin Realist. Ich habe nicht mal eben 500 Stunden Lebenszeit, um das nochmal auf 100% zu bringen. Muss ich nicht 700 draus machen, weil ich irgendwelche Pillen drücke, damit es witzig wird. Es reicht. Ihr auch nicht. Ihr wollt vielleicht auch noch irgendwann wieder anderen Content sehen. Ein Damage up. Ich weiß ganz genau, Fossi, dass du weißt, dass es gar nicht geht. Aber was witzig ist, seit Repentance gibt es das tatsächlich. Allerdings nur, wenn man den falschen... Das falsch ausgestellte Rezept vom Teufel kriegt. Dann geht das tatsächlich. Dann ist nämlich jede Pille ein Damage up. Was machst du? Beat the juice out of them. Ja, ich... Alles. Pillen sind absolut genauso 90% Mist. Oh, jetzt habe ich das von No gerade übersehen, weil ich gerade hier so abgelenkt war von dem Item. Entschuldigung! Militärisch war ich dort. Da war es ein bisschen schwer mit dem Internet, hatte zwar Zugang, aber naja, da funktionierte nicht mal YouTube auf 144p. Okay, aber du konntest zum Beispiel, keine Ahnung, at least Facebook, Twitter oder so was öffnen, ohne Bilder anzugucken. Zumindest Text konntest du lesen. Also du warst nicht 1,5 Jahre abgeschnitten, aber du konntest nicht mehr so viel erleben, sagen wir mal. In dieser Internet-Bubble. Es droht wie ein HP ab. Wollen wir wieder wetten? Wollen wir nochmal 10 Euro setzen? Ne? Wenn es ein HP-Up ist, kriegst du von mir 2 Monate Sub.
Wenn nicht, 10 Euro. Können gerne gambeln. Wer auf Gamble-Spiele mit mir sie einlassen will, klar, wir können den Freitagabend auch so führen. Aber ich drücke keine Pillen einfach so. Das funktionierte. Okay, also solange du nicht komplett abgeschnitten warst, dann ist ja in Ordnung. Ich meine, Vorsicht Chancen, das zu gewinnen, ist natürlich relativ klein. Wie viele Pillen gibt es mittlerweile? 50 oder so? 1 zu 50? Einmal drücken und ich sponsor 5 Subs, wenn es Bullshit ist. Warum höre ich auf euch? Warum? Ach, ich brauche die Fullkarte ja gar nicht. Weil der Lamp. Wobei jetzt eigentlich eine Sache schon fast interessieren würde. Naja, dann versorge ich mir den Run wieder. Nein, lass mal. Lass mal stecken jetzt. Machen wir einen anderen. Der Größte. Ganz toll. Bethany will das nicht. Was ist denn das für ein Schmutzraum? Applaus ist keine Währung. Schlechte Pillen auch nicht. Naja. Wobei. In meinem Fall gerade irgendwie schon. Das war's wert, aber wenn eine Pille rot ist, dann sollte sie ein Kackherz geben. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, es wäre so, dass die Farben eine Bedeutung hätten. Ich würde das actually feiern. Aber wäre wohl zu einfach. Danke, Fussi. Danke, Samini. Vielen lieben Dank euch. Eieieiei. Ich sag es euch. Mit Pillen hast du echt keinen Spaß. Nee, der einzige, der Pillen-Gambler ist, ist Chat. Ich habe damit nichts zu tun. Wenn nicht, dass mir was passieren könnte. Gewohnheit und so. Oh shit, ist Sun gut. Oh shit, ist Sun gut mit so viel Herzen. Oh yeah, let's go. Wie er mich verarschen wollte. Drecksau. Nein, denke nicht. Ich habe keine Lust auf einen verglitschten Run. Lass das mal sein. Danke. Kann man eigentlich den XL-Ebene-Fluch mit Purity Rune aufheben? Was soll passieren? Soll sich die Ebene plötzlich verkleinern? Nee. Okay. Ich denke, wir sind ready, ne? Wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun. Herzensehnlich sieht das super aus. Hanekarte ist am Start. Passt. Colin, der wird uns auf, der wird das Shirt auf jeden Fall sowas von kaufen und wird uns ein schönes Foto posten, wie er das mit Stolz trägt. Und das sage ich dir.
So ein bisschen Damage könnte man noch kriegen, oder? Das zieht sich schon ganz schön der Mom Kampf. Yeah, another Holy Room. 26% Chance. GG. Rosary gab 3 Soul Hearts, was mit ihr natürlich auf gut Deutsch absolut nutzloser Dreck ist. Aber immerhin TSO. Wenn auch nicht viel. Trotzdem. Wegen 0,5 springe ich jetzt nicht vom Stuhl bei einem Angel-Deal, ne? No, die ist der Hammer. Krieg gar nicht genug davon. Ja, aber wie gesagt, Cat, für so ein kleines Tier-Sub brauche ich kein Angel-Deal. Da brauche ich nicht auf einen Angel-Deal spekulieren. Das ist es halt nicht wert. Dreckige Mini-Pin. I hate you. Ich glaube, wenn ich in mein Bestari gucke, von welchem Gegner ich von den neuen am meisten Hits bekommen habe, ist es der kleine Kack-Pin. Aber for sure, ey. Nein, und das ist mittlerweile ganz normal ins Spiel integriert mit dem Repentance-Update. Zug ist abgefahren. Ja, Colin, du. Also, wenn Colin das nächste Mal Zug fährt und sein geiles neues Dr. Fetus-Shirt trägt, dann kann er erstmal von A nach B im Zug rennen und erstmal jedem eine Visitenkarte in die Hand drücken, wo man das geile Shirt kaufen kann. In dem Fall hoffe ich, dass der Zug für ihn abgefahren ist. Das ist nämlich wichtig. Muss er nämlich teilen, das Shirt. Weißt du, wir hätten auch fliegen können, hätte ich auf die Tiers verzichtet. Oder wir hätten auch einfach mal wieder etwas mehr Damage kriegen können, weil aktuell lebt der Run absolut schon wieder nur von der Candle. Ohne Candle wäre der Run eigentlich schon wieder komplett Dreck. Wir hätten ein Damage-Upgrade und ein minimalistisches Tier-Sub-Upgrade. Und damit soll ich hier Mega-Satan und Co. machen? Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber Candle carried. Candle macht das schon. Ich habe mit Dogma null Probleme. Dogma finde ich relativ easy. Ich finde eigentlich bis auf den Pestilence-Reiter und ein bisschen den War-Reiter finde ich actually die komplette Home-Ebene mittlerweile super einfach. Bei Pestilence habe ich noch ein paar Probleme, weil ich noch nicht so ganz raffe, wie ich diesen Strahldingern gescheit ausweiche. Also diesen Giftsuppen-Strahl-Dinger da. Und bei War habe ich noch mit den Bomben ein bisschen Probleme, ansonsten finde ich das alles ziemlich easy. Dogma fand ich aber tatsächlich schon auch beim ersten Mal ziemlich einfach. Weil Dogma halt wegen seiner Laserstrahl ist es halt so durchschaubar. Das Einzige war nur, ich glaube, wir hatten das heute zum ersten Mal gesehen, die Attacke, wo er hier seinen komischen Strudel macht. Das hatte mich am Anfang auch ganz kurz überfordert. Aber solange du weißt, dass du im Kreis rennen musst, easy.
Das war auch Tears Up, ne? Nee, eins zu Lower Stats. Er ist Tears Up, weil... Das ist offensichtlich Lower Stats ist. Für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, warum jetzt nicht Speed hochgegangen ist. Speed hat einen Cap bei 2. Das heißt, ich bin mit 1,9 Speed quasi fast fertig. Das heißt, das ist ein sehr guter Stat. Ja? Deswegen ist Tears gerade mein schlechtester Stat. Für alle, die sich vielleicht wundern, weil da 1,9 und 3,7 stehen. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Red und Blue Candle, was würdest du nehmen? Immer Blue Candle, natürlich macht mehr Damage. Okay. Oh. Für eine coole Donation hat das Geld leider nicht gereicht. Oh, ich hatte schon wieder Angst, das ist Predator. Göttlich, Crucifix, ich find's geil, dass du wieder viel Isaac spielst und ich glaube damit... Bin ich auch bei dir eingestiegen. Cool, Crucifix. Das ist ja immerhin auch schon wieder 7 Jahre her. Und trotzdem nach 7 Jahren hier im Start. Geiler Scheiß. Vielen Dank, Crucifix, für den Support. Danke dir. Ne, den Teil mit den Reitern danach habe ich voll die Probleme. Also reden wir ja gar nicht von Dogma. Ja, wie gesagt, die Reiter sind mit Abstand der schwerste Teil an dem ganzen Bums. Hab heute Bananenpfannkuchen versucht, das ging nicht gut aus. Lass mich raten, du konntest sie nicht wenden. Aua. Ich glaub Angel hier. Die Sleeping Dogs ist auch schön. Das hört man nicht oft. Wurden sehr schnell recht dunkel. Okay. Interesting. Ich habe aber auch meine Probleme. Fuck. Pancakes zu machen. Ich hätte letztens mal versucht, Haferflocken-Pancakes zu machen. Und das ist mir beim ersten Mal richtig geil gelungen. War unfassbar krass. Und beim zweiten Mal habe ich es nicht hingekriegt. Und beim dritten Mal habe ich es plötzlich auch nicht mehr hingekriegt. War wahrscheinlich einfach nur ein Glücksgriff beim allerersten Mal. Unterwegs in Düsterburg. Das ist so alt. Junge, Junge, ey. Good old John McCloud. Was der wohl so macht. Ich weiß nicht, warum ich da gerade hingegangen bin, das war dumm. Na egal, jetzt zieh's durch. Jetzt gehe ich nachgucken, was hier ist. Ich fühle mich sehr sicher mit der Sun-Karte. Macht sich ein neues Gericht, das schmeckt mega, dann macht man es nochmal. Das ist pure Enttäuschung. Also ungefähr. Das war echt weird, vor allem weil ich es exakt gleich gemacht hatte. Wobei das stimmt nicht. Beim zweiten Mal hatte ich es anders gemacht, da ging es dann gar nicht. Und dann habe ich es wieder so gemacht wie beim ersten Mal, weil ich dachte, naja, ich habe es halt verkackt. Und dann habe ich es exakt so gemacht wie beim ersten Mal und dann war aber auch kacke. Danach habe ich nie wieder Pancakes gemacht. Das ist sogar der richtige Weg, lol. Hallo, kannst du mal bitte die Augen treffen und nicht direkt aufs Herz gehen? Danke. Okay, Candle. Carry the shit out of us. Kann das sein, dass die Fliege immer wieder unterschiedliche Tiers schießt? Ich hatte gerade gesehen, dass sie Shield of Tears geschossen hatte. Ah ja, schon ein bisschen geil. Der Damage lässt aber immer noch zu wünschen übrig, trotz keiner, ne? Hä, schießt die immer Shield of Tears? Heißt die deswegen... Ja, die heißt Botfly. Hat nichts damit zu tun.
interessant. Ah ja, stimmt, Phoenix. Ja, das habe ich mitbekommen, dass mit Terrafin immer noch ganz gut ab und an Kontakt hat. Bevor ich dich seit dem alten Bierpunkt-Video. Das ist das erste Video, was du von mir gesehen hast? Das ist ja weird. Botflam macht Shield of Tears und zählt auf gegnerische Tränen. Tatsache. Spotfly actually pretty good. Sam, mein Lieber, danke schön für den Host, grüße dich! Moin, Mark. Fun Fact? Der Fun Fact ist nicht der 38. Sub, vielen lieben Dank, mein Lieber, sondern ich bin das allererste Mal in der Show. Seit ich Repentance spiele. Verrückt, oder? Hallo Monstro 2. Das heißt, ich werde mich jetzt hier vielleicht gleich mal erstmal dicke umgucken müssen, falls im Fall, dass sie hier was geändert haben. Also nicht umgucken im Sinne von, dass ich mich jetzt hier umschaue, sondern dass ich vielleicht Angst habe, dass ich richtig abgezogen werde. Aber ich hoffe einfach mal nicht. Ups. Baby chill. Aber vielleicht finden wir hier viele neue Gegner, von dem her. Das ist trotzdem irgendwie spannend. Immer wird so zugeschissen in Repentance mit Coins, das ist absolut lächerlich. What? Jo, dich kenne ich noch nicht. Jo, was war denn das für ein Dicker, ey? Holy shit. Du hast so ein kleines bisschen anderen Sprite bekommen, oder? Yo, doppelt Greed. Queen. Schaut euch das an, ey. Schon wieder fast 50 Coins. Ey. Ja, ich befürchte, das wird hier nichts mehr mit Damage. Wir sind ja leider nicht in der Chest. Brauchen wir wohl auf kein Wunder mehr hoffen. Wird ein sehr anstrengender Lamp-Kill und vor allem anstrengender Mega-Satan-Kill. Nein, das stimmt nicht. Wir sind hier nicht zum ersten Mal in der Schauen. Wir sind hier zum zweiten Mal. Ich war hier schon mal und bin bei Satan aber gestorben, weil ich nicht mehr wusste. Ja, weil ich kaum Leben hatte und natürlich bei den Sprengviechern gestorben bin, wie immer. Ja, ja, Max. Mir ist mir gerade selber eingefallen. Ich erinnere mich nämlich, wie ich das hier zumindest noch konnte mit der Bombenphase. Hahaha, sagt er und hat's verkackt. Fuck my life. Yeah.
ihr Kackbratzen. So viele Bomben, jetzt muss ich sie auch nutzen. Was heißt so viele? Okay, die neue Fly finde ich ja schon ziemlich zucker. Das ist im Übrigen schon die zweite Fliege, die ich richtig geil finde. Nach der Spyfly ist die Botfly ja auch richtig geil. Ah ja, ich bin an den Füßen gestorben, weil ich ja gegen die gerannt bin, weil ich dachte, ich kann gegen die rennen. Aber man kriegt ja actually Damage von denen. I remember. Here we go. Ich habe eine neue Challenge unlocked. Interesting. Okidoki. Naja, die Void wäre auch richtig ätzend. Also Delirium sehe ich mit dem Bild natürlich nicht. Nee. Wow, haben die das geändert? LOL, das haben die geändert, das ist neu. Die haben also wirklich den Darkroom verändert. Man kriegt das nicht mehr irgendeinen Kack, sondern kriegt wie in der Chest Items. Zwar gegen Herzen, wie beim Devil Deal, aber... der Devil Deal ist actually super scheiße. Aber das ist eine coole Neuerung. Ich finde, das ist eine echt coole Neuerung, Mann. Sag mal, zwei Deaths in einem Raum? Hör doch auf. Ich muss ja gleich vor der Lamp schon meine Sun drücken, ey. Ja. Yep. Und seit wann kommen aus Death nochmal zwei kleine Viecher raus? Auch das ist neu. Erstmal, dass ich auf Death getroffen bin, nämlich. Ob dann natürlich wirklich alle Devil-Items liegen können, sei mal dahingestellt. Aber ja, sehe ich ganz genauso, Juli. Das, damit lohnt sich der Devil-Deal, der Darkroom endlich vielleicht mal. Was ich echt gut finde. Weil man hatte halt nie den Grund, in Darkroom zu gehen, weil... Das hat sich eigentlich nie gelohnt. Man hat den Darkroom nur gemacht, weil man musste. Und nie, weil der besonders cool war. So, wenn du viele Herzen hast, kannst du halt echt auf Darkroom gucken. Das ist zumindest, wenn du gerade Richtung Megasaturn und so gehst, richtig geil, weil du da nochmal deutlich stärker werden kannst als in der Chest. Rein, technisch gesehen. Och, komm schon. Drei. Echt unnötig. Ja, der Split war ein unglaublich geiles Projekt, das leider fast kaum einer geguckt hat, ey. Das war so eine geile Story, ey. Das fiel so unter die Kategorie, was ich dann auch quasi so zum ersten Mal so richtig kennengelernt habe. Kennt man nicht, guckt man nicht.
Was im Übrigen eine Scheißeinstellung ist, was einem da alles entgehen kann. Fuck. Fuck. Nix. Oh, come on. Sag mal, haben die den Darkroom härter gemacht? Yay, 60 Coins, mit denen man wieder nichts anfangen kann, ey. Nachher, es gab Münzen bei, wenn es getroffen wurde, ja. Beten wir, dass wir das nicht gehittet kriegen. Vor Lamp. Weil das heißt, dass ich ein halbes Herz nur noch habe und dementsprechend dann meine Karte nutzen muss. Oh mein Gott, kann ich mich rausspringen, bitte? Wait, achso, das geht ja gar nicht. Stimmt, ab der Chest geht das ja gar nicht mehr. Oh, I forgot. Ja, regle ich das trotzdem über Bomben. Cost Damage. Oben kann es nicht weitergehen. Ach, du ahnst es nicht. Junge, halt einfach das Maul. Oh mein Gott, ohne Damage. Holy shit. Boah, also dieser neue schwarze Fette ist krank. Ja, ich sammle die Herzen nicht auf, weil es keine Rolle spielt, weil ich immer ein komplettes Herz-Damage kriege. Wenn ich jetzt ein halbes nehme, habe ich halt wieder ein ganzes und das ist dasselbe Effekt dann. Sag mal. Ja, genau. Viermal Wrath.
Weil der Run wäre ohne Holy Mantle so over, ey. Es spawnt auch kein Herz mehr, ne? Also. Ich bin froh, wenn ich Lamb schaff. Ich glaube, das mit mehr so, dann können wir abschminken. Wie soll ich das machen? Ihr seht ja selber, ich mach kein Damage, ey. Also Lamp mache ich bestimmt. Ich habe, wie gesagt, die Sun-Karte. Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Aber... darf halt jetzt nicht pennen. Sinnvoll wäre es, die eigentlich gleich zu nutzen. Hier nicht einen auf super spannend zu machen. Nein, ich habe zu viel Schiss. Ich gebe es zu. Es ist nicht mein Herz gebrochen, aber es ist das Ding gebrochen. Das hat mir jetzt gerade zu viel Sorgen gemacht. Boah, die Fliege ist ja absolut der Hammer, ey. Mache ich eigentlich Damage? Ich mache ohne die Candle absolut gar nichts. Das ist ridiculous. Jetzt ist es kaputt gegangen. Spätestens jetzt hätte ich eh drücken müssen. Okay. Mega Satan, hä? Huh? Ich habe noch kein einziges Mal bei irgendeinem Kill the Void auftauchen sehen. Haben sie das verändert? Das bin ich nämlich langsam weird. Oder kommt ihr vielleicht sogar nur noch nach Mega Satan? Irgendwas ist anders. Wo ist denn die Mega-Satin-Tür hin? Hä? What? Hey, ich hab doch meinen Schlüssel da reingemacht. Verarschen? Ich hab doch meinen Schlüssel da reingetan. Hab ich Curse of the Maze? Ich hab Curse of the Maze. Das Spiel hat mich verarscht.
Ich hasse dieses Trollspiel. Ich hatte echt Angst, Juli, dass du jetzt nicht mehr beides machen kannst, dass du dich für eins entscheiden musst, Mann. Oh, das Kackspiel, ey. Uff, habe ich halt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das Zeichen ist zwar jetzt unter der Map für das Maze-Ding, aber das ist halt so neu, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm, ne? So ein Dreck. Vor allem, weil die Items halt nicht bei der Tür waren, weißt du? Ich dachte halt legit, es hat die Items weggeportet. Es hat nicht die Boss-Tür weggeportet, sondern die Items. Zu der eigentlich mal geben. Eigentlich nicht aus. Kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Das ist das erste Mal, dass ich Mega-Satan mache seit Repentance. Erwartet nicht zu viel. Last haben, während er noch nicht down ist. Ja, Range wäre jetzt toll. Ne, allgemein wäre mal Damage toll. Gott, ich habe noch nie so lange gebraucht, um überhaupt in die erste Ad-Phase zu gehen. Ach, mal leid. Ich mach überhaupt gar keinen Damage, ich mach ja nicht mal Last Down. Kann mir mal jemand erklären, warum ich diesen Run überhaupt so weit mache? Ist ja dumm. Waste of time, ey. Zwei von denen nicht gespawnt. Und waren das schon immer Champions hier? Frage über Fragen. Das hilft nicht. Und ich wollte den Run einfach nur starten, weil Homing Shots cooler Start waren, ey. Ultimative Beweis, warum es einfach nur nervt, ohne Damage Upgrade zu starten. Wenn du so weit spielen willst. Sag mal, kann der Kopf mal weggehen? Danke. Okay. Nur noch 4 Hits. Wäre der Run schon lange durch, ey. Was für Scheiße. Jetzt gehittet. Was hittet mich denn da dauernd? Hä? Ich hab gerade 3 Hits bekommen. Von was? Sag mal, seit wann spawnt der Hollow? Oh.
Boah, ist der Run anstrengend ohne Schaden. Ja, ist ja gut. Ma. Oh, ist das nervig. Oh, come on! Was zum... Ey, ihr habt doch Lack gesoffen. War das schon immer so? Das war nur die erste Phase. Oh my fucking God! Puls gehabt, ey. Alter. Können wir bitte nie wieder Megasatter mit nur 6 Damage machen, ey. Oh. Ohne Fliege, ey, wär nichts gegangen. Absolut MVP, die Fliege. Oh. Die Alabaster Box und das Glowing Baby.